Das nehmen wir und Gold. Und den Hammer. Das ist auch nicht schlecht. So. Ja. Heilung voll. Na toll. Wo ist der Schlüssel? Der müsste theoretisch der Kriegsfürst haben, aber da war, glaube ich, gar kein Schlüssel, oder? Doch. Ja, denn, wenn ich so blind bin. Ja, wieder zurück. Tor öffnen. Erstmal hier alles ein bisschen Unordnung machen. Und weiter im... Ach nein, da... Doch, da müssen wir lang. Ich hoffe, hier... Ah, hier ist ein Totem. Warum ist der... Das Schwert hätte ich nicht aufheben sollen. Wo ist denn das? So. Okay. Ich bin bereit. Ist der in die Größe oder so? Nein. Der macht mir keinen Schaden. Nicht wirklich. Er macht Schaden, aber... Nichts Nennenswertes. So. Sag. Das Amulett. So, ich habe das von Dagael benötigte Amulett gefunden. Ich sollte es sofort zu ihr zurückbringen. So, so wie ich in Erinnerung habe. Müsste jetzt noch eine Überraschung kommen. Hört, lasst es einfach gut sein, ja? Ich kann euch dieses Amulett nicht überlassen. Ich brauche es. Und zwar jetzt. Was macht ihr hier? Was? Glaubt ihr, ich wüsste nicht, was ihr vorhabt? Ich wusste, dass ihr danach sucht. Ich wusste, dass ihr es finden würdet und musste euch aufhalten. Jetzt gebt es mir. Weshalb wollt ihr das Amulett haben? Ich habe das andere genommen. Das hätte genug sein sollen. Ein solcher Aufwand sollte nicht erforderlich sein, nur um sie loszuwerden. Ich hätte es ja nicht auf ewig behalten. Ich hätte es zurückgegeben, sobald ich das bekommen hätte, was ich wollte. Das ist doch nicht so falsch, oder? Wenn sie mir geholfen hätte, durch eine Beförderung jenen Ort zu verlassen, und wenn sie zurückgetreten wäre, dann hätte sie es wiedererhalten. Warum musstet ihr dazwischen kommen? Warum versucht ihr alles zu zerstören? Mehr könnt ihr also nicht? Okay. Oh, na toll. So was Totenbeschwörung ist verboten. Na toll. Und ich bin hier Ich muss jetzt einfach den Dings töten, den, der ihn beschworen hat. Denn ist auch der Dings tot, der... Oh mein Gott. Also der ist auch nicht ganz von schlechten Eltern. So, ich habe Kalta besiegt. Der Versuchtage Dagael zu beeinflussen. Ich muss ihr diese Information sofort überbringen. So, was hat er da gemacht? Egal. So, wir haben ihn besiegt. Ja, das nehmen wir mal mit. Ja, sein Schlüssel, warum nicht? Sein Geld, warum nicht? Und gehen wir wieder zurück. Ach, den Schlüssel hätte ich jetzt wieder gebraucht. Ich glaube, ich muss jetzt hier hochgehen, das ist ein schnellerer Ausgang. Na, das haben die Entwickler so gemacht, dass man schnell rein und raus kann. Oder schnell raus kann. Oder auch nicht. Ist hier... Ah! Siehst du, jetzt bin ich wieder am Anfang. Da müsste gleich der... Ah nein, da müsste er sein.
der Ausgang. Der, ja, Ausgang. So, jetzt eben schnell teleportieren. Und dann haben wir das auch geschafft. Ah, leck. So. Und dann haben wir die letzte Empfehlung hinter uns. Ich schätze jetzt mal, die Frau, die ihm zu wir gesprochen hat, sollte jetzt ein bisschen klarer im Kopf sein. Und weiter. Magiergilde. Und wir sollen gleich zu der Frau hoch. Da ist sie. Dagael. Ich glaube, sie heißt so. Falls ich den Namen falsch ausspreche, dann ist es so. Nichts hat sich geändert, Kind. Die Stimmen schreien noch immer und ich kann nicht hören. Wenn sie weggeschlossen werden könnten, könnte unsere Arbeit beginnen. Stein des Seers. Habt ihr es gefunden? Habt ihr die betrügerischen Hände gebunden und genommen, was mein ist? Dann gebt mir den Stein, auf dass die Stimmen verstummen mögen. Ach, Kind, ich danke euch für eure Hilfe. Jetzt, da die Stimmen verstummt sind, kommen die Worte zu mir, die ihr sucht. Ihr sollt meine Empfehlung haben. Ich muss euch jedoch warnen. Ich habe Dinge in eurer Zukunft gesehen, Dinge, die vielleicht sein werden und Dinge, die sicher sein werden. Es wird an euch liegen, das Schicksal vieler zu bestimmen. Leben und Tod sind seltsame Dinge und beide werden durch eure Hand verändert. Ja, ich bin halt ein Held. Empfehlung. Eure Zeit ist gekommen. Die geheime Universität braucht euch, Kind. Raminus Polus wartet schon auf euch. Große Dinge werden euch erwarten. Ihr werdet mit Prüfungen konfrontiert werden, sie aber bestehen. Ihr müsst. Für das Wohl der Gilde. Ja. Lebt wohl. Und jetzt können wir uns zum zur geheimen Universität gehen, haben von allen eine Empfehlung bekommen und wir haben einen kleinen Teil oder einen bedeutenden Teil geschafft, die wir in der Magiergilde machen müssen. Siehst du, er wartet schon auf uns. Hallo Schüler, ihr scheint endlich alle erforderlichen Empfehlungen zu haben. Empfehlung. Ich habe Empfehlungen von allen örtlichen Gildenhallen in Cyrodiil erhalten. Ihr habt euch gut gemacht. Ihr dürft jetzt an die Universität gehen. Als vollwertiges Mitglied der Magiergilde erhebe ich euch jetzt in den Rang eines Lehrlings und verleihe euch das entsprechende Gewand. Probiert es einmal an, dann unterhalten wir uns darüber, was jetzt für euch ansteht. So, Lehrlingsgewand. Zum Glück sind wir noch nicht überladen. Willenskraft festigt es. Und ja, wir ziehen uns jetzt auch so an, dass es aussieht, als wenn wir... barfuß ist blöd, so. So, dass wir wie ein Lehrling aussehen. Nein, nicht mit einer Axt in der Hand. Ja, eine Klinge darf wohl vorhanden sein. Und... weiter mit Raminus Polus sprechen. Endlich kommen wir zur richtigen Arbeit. Ihr habt zweifellos einige der Schattenseiten der Gilde gesehen. Auch wenn wir höchste Anforderungen an unsere Magier stellen, sind sie doch nur menschlich. Jetzt werdet ihr hoffentlich erleben, dass die Gilde zwar uneins und ausgenutzt sein kann, aber auch zu wundervollen Taten in der Lage ist. Jetzt habt ihr eine Gelegenheit, bedeutendere Aufgaben zu erfüllen und in der Gilde voranzukommen. Ja, Fortschritt. Ihr seid noch nicht für eine höhere Würde in der Gilde bereit.
Gruppe. Aufgaben. Bevor ihr mit der Arbeit für die Gilde beginnen könnt, braucht ihr noch etwas. Jeder Magier hat einen Stab. Er wird von der Gilde hergestellt und verzaubert und ist ein Statussymbol. Ihr benötigt